Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Es hat mal wieder eine gefühlte Ewigkeit gedauert, aber heute gibt es endlich eine neue Ausgabe von Ask SwagTab. Ich habe eben mal nachgeschaut und ich habe die letzte Ausgabe tatsächlich am 31. Mai 2016 hochgeladen. Also das ist wirklich schon eine ganze Zeit lang her. Ich hatte eigentlich auch noch geplant, eine zweite Ausgabe in 2016 so kurz vor Weihnachten hochzuladen. Ich dachte mir, das wäre ein ganz schöner Abschluss. Aber das hat dann alles irgendwie zeitlich nicht so wirklich geklappt. Zu viele neue Geräte. Dann war ich ja auch noch auf der Huawei-Pressereise in China. Da sind ein paar ziemlich coole Vlogs entstanden, zumindest meiner Meinung nach. Die habe ich auch noch hochgeladen und so weiter und so fort. Aber ja, heute gibt es endlich eine neue Ausgabe. Und vielleicht für all diejenigen, die nicht wissen, was Ask SwagTab ist, weil sie vielleicht neu hier auf dem Kanal sind. Wie gesagt, ist ja schon eine Zeit lang her. Das ist das Format, in dem ich die Fragen beantworte, die ihr mir gestellt habt. Alle Fragen, die jetzt in diesem Video beantwortet werden, wurden unter der letzten Ausgabe gestellt. Das waren wirklich einige, über 450 Kommentare. Es waren sehr, sehr gute Fragen dabei. Vielen, vielen Dank dafür an der Stelle. Allgemein, dass dieses Ask SwagTab oder diese Ask SwagTab Videos immer so gut ankommen, das freut mich natürlich. Ich habe dann in den letzten Tagen auch noch auf Facebook und auf Twitter gefragt, ob ihr nicht auch noch ein paar aktuelle Fragen stellen könnt, natürlich unter dem letzten Video, eben weil das letzte schon so lange her ist, dass wir auch ein paar aktuelle Themen mit dabei haben, und so ist, glaube ich, eine ganz coole Mischung entstanden. Auch vielen Dank an all diejenigen, die eben die aktuelleren Fragen gestellt haben. Ja, ich werde die Fragen jetzt nach und nach durchgehen und ich warne euch schon mal vor, dieses Video hier könnte jetzt etwas länger werden, vielleicht wird es sogar die längste Ausgabe überhaupt, aber ja, es ist ja schon lange her und in den letzten Ausgaben meintet ihr immer, es kann gerne noch länger werden. Also mal schauen, vielleicht peilen wir heute sogar 30 Minuten an. Ich bin gespannt. Jetzt genug erzählt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Bevor es losgeht, erstmal sorry, falls ich heute irgendwie etwas anders klinge als sonst. Ich hatte in den letzten Tagen die Männergrippe des Todes. Es geht mittlerweile schon wieder, Gott sei Dank, ganz gut. War natürlich ein perfekter Start ins neue Jahr. Aber ja, falls ich irgendwie verschnupft klinge, dann liegt es einfach daran. Ja, ich werde jetzt anfangen, endlich die Fragen abzulesen. Wundert euch bitte nicht, wenn ich dann immer wieder nach unten schaue. Da steht nämlich mein MacBook Pro, von dem ich die Fragen ablese. Dazu folgt dann übrigens auch sehr, sehr bald das Review. Haben mich schon einige danach gefragt, aber da ich das Ding einfach als Daily Driver benutze, habe ich mir gedacht, ich habe es eh lange hier, kann ich mir Zeit lassen mit dem Video und euch einfach mal erzählen, wie es sich denn so im Alltag schlägt oder geschlagen hat. Also das Video dazu kommt auch sehr, sehr bald. Fangen wir mit der ersten Frage an. Ist schon eine aktuelle Frage. Wie gesagt, ich habe darum gebeten, auch aktuellere Fragen zu stellen. Ein sehr interessantes Thema. Hallo Franz, was hältst du von den Samsung A2017 Smartphones und was erwartest du vom Samsung Galaxy S8 und vom LG G6? Also eigentlich drei Fragen. Wir fangen mal an. Mit dem Samsung Galaxy A3 und A5 2017 wurden ja auf der CES in Las Vegas endlich offiziell vorgestellt. Und Leute, habt ihr mir Fragen zu diesen beiden Smartphones gestellt? Also die scheinen wirklich einige zu interessieren. Ich wurde ziemlich häufig gefragt, was ich von den beiden halte. Das kann ich euch eigentlich ganz schnell erzählen. Ich habe mir hier nur noch mal ein paar die wichtigsten technischen Daten zusammengeschrieben. Eigentlich hat sich nicht so viel verändert. Wir haben 5,2 Zoll beim A5 und 4,7 Zoll beim A3. Ja, was vor allem verbessert wurde, sind die Kameras, die Akkulaufzeit nochmal. Die beiden sind jetzt eben wasserdicht. Das Design ist deutlich runder und mehr am Galaxy S7 orientiert, so wie es letztes Jahr eben am Galaxy S6 orientiert war. Ja, die Akkus sind etwas größer. Beide haben jetzt einen Fingerabdrucksensor. Letztes Jahr war es ja nur das A5, glaube ich. Android 6.0 beide, das wundert mich etwas. USB Type-C und so weiter. Also wirklich zwei ziemlich interessante Smartphones. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, bevor ich es vergesse, die Preise. Wir haben hier einmal 329 Euro für das A3 2017 und 429 Euro für das A5 2017. Das ist einfach zu teuer. Das ist meiner Meinung nach so das Hauptproblem zum Marktstart. Das sind sicher gute Smartphones, aber zum Marktstart sind die wieder zu teuer. Also da muss man warten, bis die Preise sinken. Das war ja auch schon letztes Jahr so. Insofern, die beiden sollen Anfang Februar auf den Markt kommen, bin ich schon extrem gespannt drauf. Ich werde sie natürlich testen. Mein Kollege Christian von TechLoop hat die beiden auch schon filmen können. Das Video kann ich euch unten auch mal verlinken. Vielleicht nehme ich da draußen ein paar Aufnahmen her. Ja, also dann könnt ihr euch das hier ja mal anschauen. Wie gesagt, zwei sehr interessante Smartphones werde ich auf jeden Fall testen, aber ich glaube am Anfang wieder etwas zu teuer. Dann die nächste Frage, Galaxy S8, dazu kommen wir gleich noch. Kurz was zum LG G6. Das LG G6 wurde ja jetzt auf der CES bekannt gegeben, es soll bald auf den Markt kommen.
Ich persönlich rechne damit zum MWC 2017, Ende Februar in Barcelona. Was man so weiß, es wird vermutlich nicht mehr dieses modulare Design haben, sondern soll jetzt eben wieder schöner aussehen und aus einem Stück quasi sein. Und einfach die Usability soll wieder im Vordergrund stehen, sage ich jetzt mal. Ansonsten hat man schon vieles gelesen, wechselbarer Akku anscheinend, wird natürlich mit Android 7.0 kommen, denke ich mal. Ja, alles in allem glaube ich, also was erwarte ich davon? Ich erwarte davon einfach ein super Smartphone, weil das LG G5 war für mich persönlich so eine kleine Enttäuschung. Dieses Konzept fand ich zwar ganz cool, aber es war einfach schlampig umgesetzt. Es gab am Anfang Verarbeitungsmängel. Das Display war nicht so gut, wie ich sonst von LG gewohnt bin und so weiter. Also ich erwarte mir viel davon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auf dem MWC sehen werden. Aber ja, LG muss dieses Jahr definitiv liefern. Damit kommen wir jetzt zum Galaxy S8 und da schließt sich auch schon die nächste Frage an. Die ist etwas länger. Da du ja lange Erfahrungen mit dem S7 bzw. S7 Edge sammeln konntest, was meinst du im Hinblick auf das S8, bei welchen Punkten es noch Verbesserungsbedarf bzw. Verbesserungspotenzial gäbe? Ich habe selber das S7 Edge und wirklich große Kritikpunkte habe ich nicht. Ganz nett fände ich es allerdings, wenn in der Kamera die maximale Auflösung im Format 16:9 zur Verfügung stehen würde, da mir dieses Format auf dem Smartphone-Screen deutlich besser gefällt. Und ja, eventuell könnte man noch die Haptik verbessern. Ich mag das Glas von der Optik her, denke aber, Alu wäre in Sachen Haptik dienlicher. Außerdem wäre es wohl auch besser, sauber zu halten. Du sagst schon sehr, sehr viele gute Punkte. Ich bin auch der Meinung, das S7 und das S7 Edge, die sind nahezu perfekt. Sie sind nicht perfekt, man kann noch ein paar Dinge verbessern. Aber zwei sehr, sehr gute Smartphones. Was ich mir einfach erwarte oder erhoffe, das Design ähnlich wie beim Galaxy Note 7. Also ja, dass es quasi einfach etwas besser in der Hand liegt, sage ich jetzt nochmal. Also dieses mittige Design, wobei das ja angeblich verantwortlich war dafür, dass das Ding explodiert ist. Akkulaufzeit darf gerne nochmal besser sein. Also ich glaube einfach, der Akku wird noch größer. Sie werden auch die Kamera noch weiter verbessern. Und ich glaube, wir werden auch beim Design was Neues sehen. Also es gab ja in den letzten Tagen dieses geleakte Bild, hat sicherlich jeder mitbekommen, wo wir quasi ein Smartphone fast mit randlosem Design gesehen haben. Dieses Bild ist fake. Ich finde, das sieht man auch ziemlich deutlich. Also ich glaube einfach mal, dass es fake ist. Sagen auch einige Kollegen, die ganz gut informiert sind. Aber ich glaube, beim Design wird sich dieses Jahr ein bisschen was tun. Vor allem noch dünnere Displayränder. Und das dürfte dann bei der Edge-Version schon ziemlich cool aussehen. Also ich erhoffe mir auch vom S8 einiges. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir das nicht auf dem MWC sehen werden, sondern erst etwas später. April wird ja momentan gemunkelt. Ich glaube einfach, dass Samsung da komplett auf Nummer sicher gehen will, dass es eben keine Probleme mehr gibt, anders als eben beim Note 7. Die nächste Frage schließt da auch nochmal an. Wie viele Versionen, unterschiedliche Größe, S-Pen und so weiter würdest du dir vom Samsung Galaxy S8 wünschen? Sehr gute Frage. Ich glaube ja, dass es diesmal wie beim Note 7 nur eine Version geben wird, also ja quasi eine Edge-Version, wenn auch nicht so eine starke Edge wie beim S7 Edge. Ich würde mir aber wünschen, dass es zwei gibt. Einmal eben wieder mit gebogenem Display und dann mit ganz normalem Display, weil ich glaube, das würden auch sehr, sehr gerne einige sehen. Aber ja, ich bin einfach der Meinung, es wird nur eine Version geben. Lassen wir uns mal überraschen. So viel zum Galaxy S8. Wie gesagt, ja, da habt ihr nur so mal eine Idee. Ich werde jetzt diese ganzen Gerüchte gar nicht zu stark kommentieren. Das kann ich sehr, sehr gerne mal machen, wenn ihr das wollt. Allerdings erst kurz vor der Vorstellung, sage ich jetzt einmal mal. Das macht jetzt meiner Meinung nach noch keinen Sinn. Und wie gesagt, ich denke auch, dass wir das Ding erst im April sehen werden. Nächste Frage, eine etwas ältere Frage. Würdest du, sofern du die Möglichkeit dazu hast, auch Fernseher reviewen? Sehr gute Frage. Fernseher, für mich persönlich ein extrem interessantes Thema. Ich würde sie sehr, sehr gerne testen. Leider ist es da schwer, irgendwie an Testgeräte ranzukommen. Kann sich, glaube ich, jeder erklären oder ja, einfach. Einerseits fehlen mir irgendwie die Kontakte, weil ich halt vor allem mit den Smartphone-Leuten zu tun habe und es sind einfach riesige und ziemlich teure Dinger meistens. Ich finde ja die neuen OLEDs von LG unglaublich interessant. Ich habe in den letzten Monaten, jetzt vor Weihnachten, gab es ein paar gute Angebote, echt ernsthaft überlegt, mir auch so einen LG OLED-TV zu kaufen. Momentan habe ich einen Samsung-TV, der ist allerdings auch schon etwas älter, aber immer noch total gut. Aber der mich interessiert hätte, hätte dann irgendwie immer noch 3000 Euro gekostet. Und das ist halt einfach viel zu viel Geld. Aber ja, sehr interessantes Thema, würde ich gerne testen. Vielleicht ergibt sich da ja in den nächsten Monaten irgendwann mal was. Könnt ihr mich auch gerne wissen lassen, ob euch sowas interessieren würde. Die nächste Frage. Wie siehst du die Zukunft von Wearables, Smartwatches etc.? Schwer. Also es gibt ja echt einige Kollegen, die total begeistert sind von Smartwatches und sagen, sie möchten nicht mehr ohne.
Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch keine Smartwatch, die mich hundertprozentig überzeugt. Ich fand die Apple Watch Series 2 echt gut, aber die funktioniert halt vor allem mit den iPhones ziemlich gut. Ich bereite momentan auch den Langzeittest vom iPhone 7 und iPhone 7 Plus vor und deshalb habe ich auch die Apple Watch wieder öfter genutzt. Die funktioniert wirklich super, die gefällt mir auch optisch und so weiter, aber mit Android, arbeitet die halt nicht wirklich so gut zusammen. Insofern, ja. Ganz ehrlich, da muss meiner Meinung nach noch einiges passieren, dass sich Smartwatches wirklich komplett durchsetzen, weil ich glaube, vielen Menschen geht es genauso wie mir. Aber die nächste Frage schließt da auch schon an. Hallo Franz, hier kommt meine Frage für dein nächstes Ask Swagtab Video. Wie findest du eigentlich Smartwatches? Habe ich ja eben schon gesagt. Lohnt es sich deiner Meinung nach, sich eine zuzulegen? Oder ist es für dich eher eine Spielerei? Finde ja vom Aussehen her die Gear S3 Frontier toll. Ja, wie gesagt, ich glaube, für viele ist es wirklich noch eine Spielerei und mir geht es persönlich auch eher so. Also, wie gesagt, ich hatte einfach noch keine Smartwatch, die mich hundertprozentig überzeugt hat, auch wenn ich sagen muss, sie ist definitiv nützlich in manchen Situationen. Und die Gear S3 Frontier, ich hoffe, dass ich die Gear S3, also beide noch irgendwann testen kann. Das ist leider immer so eine Sache mit Samsung und Testgeräten, da muss man lange warten. Aber die sind sehr, sehr interessant und ich glaube, neben der Apple Watch Series 2 momentan so die interessantesten Smartwatches. Nächste Frage, ganz kurz. Hi Swagtap, hast du Instagram? Das habe ich mit reingenommen, weil ich das komischerweise öfter gefragt werde. Ja, habe ich. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, auf meinem Kanal verlinkt und ich blende euch das Ganze hier auch nochmal ein. Könnt ihr mir auch folgen, da poste ich nicht wirklich so häufig, obwohl ich mich immer zwingen, also ich würde da gerne häufiger posten, aber ich tue es einfach nicht. Trotzdem sind ein paar coole Bilder mit dabei. Nächste Frage. Da du dich ja für Schuhe interessierst, guckst du auch ApoRed's Sneaker Pack Opening Videos? Habe ich im letzten Ask Swagtap gesagt, dass ich so, ich würde nicht sagen Schuhe sammle, aber ja, ich habe viel zu viele Schuhe. ApoRed, ganz ehrlich, gibt mir überhaupt nichts. Mit dem Content kann ich nicht viel anfangen. Ich schaue die Videos einfach nicht klar. Ab und an wird dir das einfach vorgeschlagen, weil ich eben auch einige so Fashion-Videos anschaue. Dann wird dir das einfach vorgeschlagen auf YouTube. Aber ich kann mit dem Content nicht wirklich was anfangen. Und ich kann nur jedem sagen, der sich wirklich für Schuhe interessiert, es gibt so viele bessere Kanäle, englischsprachige Kanäle. Ich schaue momentan total gerne Oh It's Teddy, heißt der gute Mann, glaube ich. Der ist auch schon etwas älter. Aber der hat einfach eine unglaubliche Collection von Adidas Schuhen. Total sympathischer Typ, kann ich euch unten verlinken. Oder Crew TV, Kais Omar, ich glaube, den dürfte jeder kennen. Wahrscheinlich der bekannteste Sneaker-YouTuber irgendwie. Auch ein total cooler Typ mit total aufwendigen Videos. Also, die haben es meiner Meinung nach tausendmal mehr verdient, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Die nächste Frage schließt da auch schon an. Hast du echt Yeezys? Weil ich ja im letzten Video gesagt habe, ich finde die Yeezys ganz cool. Ja, ich habe tatsächlich Yeezys, aber ich habe die alle für Retail bekommen, also für den ganz normalen Kaufpreis. Für alle, die das nicht wissen, die Schuhe sind ziemlich limitiert und werden dann teilweise für horrende Summen weiterverkauft. Die habe ich nicht bezahlt, das würde ich auch nie machen. Also, das sind immer noch Schuhe, macht überhaupt keinen Sinn dafür irgendwie. Also, die sind eh schon teuer genug, macht keinen Sinn dafür irgendwie 800 oder 900 € zu bezahlen. Ich muss aber auch einfach sagen, also, so Kanye West ist für mich persönlich eine totale Inspiration. Ich bewundere den Mann schon seit, keine Ahnung, über 10 Jahren. Das erste Album, was ich von ihm gehört habe, war Graduation. Die anderen beiden kenne ich mittlerweile auch, also die älteren beiden. Ich habe einfach alle, ich kann alle Alben von ihm auswendig. Ich habe ihn schon gefeiert, bevor er überhaupt Schuhe auf den Markt gebracht hat. Und ja, ich wollte mir damals schon die Nike Air Yeezys holen. Damals hatte ich aber einfach kein Geld für sowas. Insofern, ja, ich habe welche, aber ich würde die Dinger auch nicht zu sehr überhypen. Sind eben einfach nur Schuhe. Die Person dahinter finde ich viel interessanter. Aber jetzt genug von Schuhen. Das hier ist ein Technikkanal, also kommen wir wieder zu Technikthemen. Was würdest du verwenden, wenn du das iPhone 8 zusammenstellen dürftest? Ich meine damit sowas wie 6 GB RAM, 4K-Display und so weiter. Interessante Frage. Also jetzt irgendwie über das iPhone 8 zu spekulieren, halte ich für Unsinn. Deshalb fand ich die Frage ganz gut, weil ich kann ja einfach mal sagen, was ich mir erhoffe. Ich hoffe unbedingt auf ein Redesign. Dünnere Displayränder, ein komplett neues Design. Das aktuelle Design finde ich einfach etwas langweilig mittlerweile. Also das erhoffe ich mir in erster Linie. Die Kamera können Sie gerne noch weiter verbessern. Ich fände auch eine höhere Displayauflösung ganz gut. Aber ich glaube, dann müssten Sie die Displayauflösung verdoppeln. Also dann sind wir schon fast bei 4K oder ja, wahrscheinlich sogar drüber. Also das halte ich dann doch etwas für utopisch. RAM,
3 bis 4 GB RAM. 4 GB RAM würden dicke reichen unter iOS. Also das sind so die Hauptdinger, und die Akkulaufzeit bitte auch noch verbessern. Das sind so die Hauptdinger, die ich mir persönlich erhoffen würde. Dann dürfen Sie auch gerne die Preise wieder etwas senken. Aber ganz ehrlich, ja, hören wir mal auf zu träumen. Die Preise werden weiter steigen. Nichtsdestotrotz, mit dem neuen iPhone rechne ich erst im September, aber ich erhoffe mir dieses Jahr echt einiges, weil das iPhone hat ja 10-jähriges Jubiläum vor ein paar Tagen gefeiert. Also es ist quasi das Jubiläums-iPhone. Deshalb glaube ich nicht, dass nur ein iPhone 7S kommt. Das kommt vielleicht, aber ich glaube, dass auch ein komplett neues Redesign kommt. Hoffe ich zumindest. Nächste Frage. Hallo, ich würde gerne wissen, was du von den so gehypten Hoverboards oder IO-Hugs hältst. Ich finde deine Videos richtig klasse, mach weiter so. Vielen Dank dafür. Hoverboards, ja, irgendwie gefühlt ist der Hype ja schon wieder komplett vorbei, oder? Ich finde die Dinger total cool, also manchen Musikvideos siehst du ja die Leute da irgendwie mit den Dingern rumfahren. Das sieht cool aus so. Ich habe das auch bei ein paar Kollegen schon testen können. Ja, ist ganz interessant so. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, mittlerweile sind die Dinger ja fast überall verboten, in größeren Städten und so weiter, auf Flughäfen und so weiter und so fort. Es ist halt eine Spielerei, aber irgendwie da von der Zukunft der Fortbewegung zu sprechen und so weiter, halte ich für Unsinn. Ich habe tatsächlich auf meinem Kanal auch noch nie eins getestet, weil irgendwie jetzt ist auch der Hype gefühlt vorbei. Aber ja, trotzdem cool finde ich die Dinge auf jeden Fall. Nächste Frage. Soll jetzt nicht komisch rüberkommen, aber du bist echt ein sympathischer Typ und ich gucke deine Videos nahezu alle, da es einfach Spaß macht, sie zu gucken. Vielen Dank dafür. Ja, also ich habe natürlich nur die Kommentare genommen, wo die Leute so nett zu mir waren. Nein, Spaß beiseite, aber das, was jetzt kommt, ist wirklich ziemlich gut. Du hast ja mal ein Video zu den Produkten von Ultimate Ears gemacht und da wollte ich mal fragen, ob du in deiner Freizeit bzw. deinem Alltag einen mobilen Lautsprecher benutzt, wenn ja, welchen? Oder ob du eher der Typ für Kopfhörer oder Anlagen bist. Fände es echt cool, wenn ich mal im nächsten Ask Reactor Video eine Antwort bekommen würde. Sehr gute Frage. Werde ich komischerweise echt häufiger gefragt, was ich so nutze. Also lass mich das mal sagen. Ich habe die Ultimate Gears Dinger hier. Ich mag die sehr gerne. Das hier ist die Huey Boom, die erste Generation. Meiner Meinung nach echt ein cooler, kompakter Lautsprecher. Ich habe auch die Mega Boom hier. Nehme ich auch ganz gerne mal mit, so auf Reisen irgendwie. Dafür ist die perfekt. Ich habe auch eine Jabra Soulmate hier und noch ein paar andere Bluetooth-Lautsprecher. Ich finde die Dinger cool, so im Sommer, wenn es warm ist. Man ist öfter draußen und so weiter und man braucht eben was Portables. Hier zu Hause nutze ich fast ausschließlich die Sonos-Produkte. Ich habe eine Play 5, ich habe eine Soundbar und ich hätte auch gerne noch zwei Play Ones und den Subwoofer, wenn das Zeug nicht so irre teuer wäre. Aber ich bin quasi überzeugter Sonos-Nutzer, obwohl ich dazu noch nie ein Video gemacht habe. Und ich finde auch den Libratone Zip und den Zip Mini, die ich ja vor ein paar Wochen vorgestellt habe, sehr, sehr interessant. Die nutze ich persönlich auch. Und ansonsten bin ich aber auch voll der Kopfhörer-Typ, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Bahn bin oder im Flieger und so weiter. Ja, also ich habe jetzt die AirPods getestet und ich überlege auch immer mir irgendwie die Bose QC35 zu holen. Sehr, sehr gute Kopfhörer, aber jetzt sollte ich auch bald von Libratone die Q-Adapt In-Ears bekommen. Und In-Ears mit Active Noise Cancelling finde ich total interessant. Also ja, ich nutze quasi alle drei Dinge, aber kommt eben immer drauf an, wann und wo. Die nächste Frage. Wie findest du generell die Marke Nintendo? Findest du, die Marke ist nur für Kinder oder könntest du dir vorstellen, dir die neue NX-Konsole zu kaufen, wenn sie denn kommt? Nintendo, der Held meiner Kindheit. Also ich bin wirklich groß geworden mit Nintendo-Produkten, Game Boy, Game Boy Color, Nintendo 64, also den NES vorher hatte ich leider nicht, aber Nintendo 64, dann den GameCube hatte ich und so weiter, dann den Game Boy, wie hieß der, 3DS glaube ich sogar, oder vielleicht noch einen vorher, also wirklich, ich hatte sie fast alle, Pokémon-Spiele, Mario-Spiele und so weiter, habe ich übertrieben abgefeiert und mache ich teilweise noch heute. Jetzt ist es so, irgendwie mit der Wii hat das bei mir aufgehört, weil man sich dann auf einmal bewegen musste. Ich bin nicht so der Fan, sich beim Zocken irgendwie zu bewegen. Wenn ich zocke, möchte ich mich irgendwie entspannen. So. Das ist absolut meine persönliche Meinung. So. Also da hat Nintendo irgendwie so die Anziehungskraft für mich etwas verloren und alles, was ich danach kam, habe ich nicht mehr wirklich mir geholt oder benutzt. Nintendo NX finde ich ziemlich interessant. Ja klar, Nintendo geht ja komplett in diese sich bewegen Richtung, hat man ja schon letztes Jahr mit Pokémon Go und so weiter gemerkt. Aber
Ich weiß nicht, ob ich mir die holen werde. Vielleicht werde ich sie mal testen, aber wie gesagt, ich finde momentan einfach zum Zocken Xbox One, PlayStation 4 für mich persönlich, nur meine persönliche Meinung, deutlich interessanter. Die nächste Frage schließt da auch schon an. Welche Spiele zockst du auf der PlayStation 4 bzw. Xbox One? Ich habe ja letztes Mal über Uncharted 4 gesprochen, habe die PlayStation 4 mittlerweile wieder verkauft, weil ich ja brauche keine zwei Konsolen. Ich habe gezockt Mafia 3. Fand ich tatsächlich doch ganz cool. Ich stehe total auf diesem, egal ob Mafia, Filme, Serien, Spiele und so weiter. Insofern, ich fand es nicht so schlecht, wie es manche gemacht haben. Ansonsten habe ich in letzter Zeit FIFA, zocke ich einfach total gerne mit Kumpels und so weiter. Also, aber ansonsten habe ich nicht mehr, leider nicht mehr so viel Zeit zum Zocken, wie ich gerne hätte. Aber ja, das sind so die zwei Spiele, die ich in letzter Zeit gezockt habe und eben noch Uncharted 4, was meiner Meinung nach das beste Spiel des letzten Jahres war, so für mich persönlich. Nächste Frage. Hey Franz, was erwartest du vom Huawei P10? Denkst du, es wird wasserdicht sein? Huawei P10, damit rechne ich auch wieder irgendwann so im April, also erst etwas später nach dem MWC. Ich glaube, es wird wasserdicht sein, also könnte ich mir gut vorstellen. Und ich glaube einfach, da wird nicht, also das wird kein komplett neues Smartphone. Ich glaube, die werden das Design noch etwas überarbeiten, etwas verbessern noch. Vielleicht, dass es nicht mehr ganz so kantig ist, ich weiß es nicht. Akku wird größer werden, Kamera wird noch besser werden. Einfach so minimale Updates. Was ich mir einfach wünschen würde, wäre vielleicht einen Qualcomm-Prozessor oder so. Fände ich einfach mal ganz interessant, ein Flaggschiff von Huawei mit Qualcomm-Prozessor und dass sie einfach die UI noch weiter überarbeiten. EMUI 5.0 war schon ein ganz guter Schritt, aber da geht definitiv noch mehr. Nächste Frage, betreibt er SwagTab alleine? Ja, er betreibt SwagTab alleine immer noch. Also alles, was ihr da seht, wird von mir geskriptet, gefilmt, geschnitten und so weiter und so fort. Die nächste Frage, hey SwagTab, könntest du bitte sagen, wie man einen Technikkanal starten soll? Denn ich glaube nicht, dass man einfach so mit sehr wenigen Abonnenten, weniger als 100 Abonnenten, ein Testgerät von einer bekannten Marke, zum Beispiel Samsung, Apple, bekommen kann. Die Frage bekomme ich tatsächlich häufiger. Ja, schwer. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wie habe ich meinen Kanal? Meinen Kanal habe ich nur aus Jux und Dollerei gestartet. Einfach, weil ich das Zeug schon immer total interessant fand. Also Handys und immer versucht habe, mir irgendwie die aktuellsten Dinge zu holen. Auch wenn mir damals das Geld dafür gefehlt hat. Aber ja, das habe ich glaube ich schon mal in einem anderen Video erzählt. Also, aber heutzutage ist es halt echt schwer, weil der Markt ist einfach so voll. Als ich vor 4 Jahren angefangen habe, also so wirklich aus Spaß, da gab es, ich glaube, da konnte man die deutschen Technikkanäle wirklich an der Hand abzählen. Mittlerweile gibt es so, so viele gute Kanäle. Es gibt fast für jede Nische irgendwie einen Kanal, obwohl unser Thema ja schon eine Nische ist. Also es ist wirklich verdammt schwer. Aber ich würde dir einfach sagen, wenn du Spaß an der Sache hast, geh nicht irgendwie mit der Einstellung ran, mal, keine Ahnung, 1 Million Abonnenten zu haben oder dadurch reich zu werden und so weiter. Das ist komplett die falsche Einstellung. Fang einfach an, erzähl das über die Produkte, die du magst, die du jetzt schon mal persönlich hast. Also ich würde anfangen, die vorzustellen. Dann hat man ja auch noch Freunde, die kann man fragen, ob sie ihm einfach mal oder ob sie dir einfach die Produkte leihen oder in der Familie. Also so habe ich tatsächlich angefangen. Ich habe mir die Handys von Kumpels geliehen, aus der Familie und so weiter. Und dann, wenn du mal eine gewisse Reichweite hast, dann kannst du die Firmen natürlich anschreiben oder dann wirst du teilweise auch kontaktiert. Da hat sich in den letzten Jahren auch vieles getan. Also sehr, sehr viele Firmen haben mittlerweile Lust, auch mit Technik-YouTubern zu arbeiten. Also das ist wirklich eine extrem positive Entwicklung. Die nächste Frage, hey Franz, eine Frage hätte ich. Am Anfang deiner Technikkarriere je gezweifelt, ob das Ganze was wird oder warst du durchgehend zuversichtlich? Also ich habe die beiden zusammengenommen, weil ich finde, das passt ganz gut zusammen. Nee, ich habe überhaupt nie gezweifelt, weil, wie gesagt, ich bin nicht mit der Einstellung da rangegangen, irgendwann mit der ganzen Sache, also dass das einfach mal knapp 200.000 Abonnenten groß wird und so weiter, dass ich mal irgendwie von Firmen eingeladen werde nach China und so weiter. Ich bin einfach nie mit der Einstellung da rangegangen, sondern ich wollte einfach nur Spaß haben. Ich fand diese Videos damals, Best Boys, falls euch das noch was sagt, die habe ich mir immer angeschaut. Ich fand die Jungs cool, was die gemacht haben und ich wollte auch sowas machen. Und das war einfach so meine Einstellung. Und dann ging das alles echt für meinen Geschmack ziemlich schnell bei mir. Aber die Zeit vergeht auch einfach schnell. Also nein, irgendwie gezweifelt habe ich da auch nie dran, aber ich hatte halt auch nie irgendwie riesige Erwartungen. Deshalb mein Tipp an dich, wie ich es eben schon gesagt habe, mach einfach deine Videos, steck
alles in die Videos rein, was du kannst, und dann, glaube ich, kommen Abonnenten und so weiter von selber. Also man sollte einfach immer den Spaß an der Sache behalten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Auch wenn das natürlich am Anfang schwer ist. Also ich glaube, meine ersten 100 Abonnenten, das hat auch ziemlich lange gedauert, aber das hat mich damals halt überhaupt nicht gestört. Ich war schon total glücklich, als ich 50 Abonnenten hatte. Ja, aber das waren halt auch noch andere Zeiten damals. Und damit sind wir jetzt auch schon bei der letzten Frage. Hi Swagtip, kannst du vielleicht mal ein ZTE-Smartphone testen? Die bringen demnächst ihr neues Flaggschiff, das Axon 7, auf den Markt. Die habe ich mit reingenommen. Also ihr seht schon, 5 Monate, die Frage ist auch schon älter. Das Axon 7 ist mittlerweile schon lange auf dem Markt. Einfach weil ich ziemlich häufig gefragt werde, wieso ich die ZTE-Smartphones nicht teste. Und die Antwort ist ganz einfach. Ich habe schon auf der IFA mit ZTE gesprochen, habe gesagt, Leute, ich würde mir gerne mal das Axon 7 anschauen. Ich habe sehr viele, die danach fragen. Auch das Mini. Zum Mini habe ich ja ein kurzes Hands-on gemacht. Und ich habe seitdem einfach nichts mehr von ihnen gehört. Ich habe auch von vielen anderen Kollegen, von renommierten Journalisten und so weiter gehört, dass sie einfach keine Testgeräte bekommen, weil ZTE viel zu wenige für ganz Deutschland hat. Also das ist tatsächlich der einzige Grund. Ich würde die Dinger gern testen. Ich hoffe nach wie vor, dass ich noch ein Testgerät bekomme. Würde ich wirklich gerne machen. Aber so, das ist nicht irgendwie, weil ich sage, die Dinger sind scheiße oder ich mag ZTE nicht oder wir haben Probleme. Wirklich nicht. Also es liegt einfach nur da dran. Also wenn jetzt morgen eins in der Post wäre, würde ich definitiv noch ein Video drüber machen. War doch nicht die letzte Frage. Eine haben wir noch, weil ich im letzten Video gesagt habe, ich kann etwas Spanisch. Ich finde aber das Latino-Spanisch einfacher zu verstehen als das Castellano, also das Spanisch, was man in Spanien spricht. Und dann meinte der liebe Kubi Reviews, Latino-Spanisch ist langsamer. Schon mal einer Gruppe Kubaner zugehört, da wird dir schwindelig. Die Spanier reden nur so komisches Spanisch. Warum verstehst du eigentlich Spanisch? Aus Interesse einfach gelernt. Ja, ganz ehrlich, Kubanern habe ich tatsächlich noch nie zugehört. Ich meinte damit auch eher die Leute auf dem Festland, also jetzt zum Beispiel Kolumbien, Venezuela und so weiter. Narcos hast du bestimmt auch gesehen, wenn du Spanisch kannst. Da ist ja sehr vieles im Originalton. Und ich persönlich bilde mir einfach ein, dass die verständlicher und etwas langsamer sprechen als die Spanier. Wird mir auch irgendwie jedes Jahr bewusst, wenn wir in Barcelona sind. Da ist ja eigentlich Katalan, die offiziell, ich weiß nicht, ob offiziell ist Castellano, aber viele sprechen da Katalanisch. Ja, und da wird mir einfach immer wieder bewusst, wie schnell die Spanier sprechen. Aber wie gesagt, ich habe es nur in der Schule, glaube ich, 2 Jahre gelernt. Also mein Spanisch ist nicht wirklich gut. Aber ich bilde mir halt einfach ein, dass ich die Latinos oder wie sagt man dazu, die Lateinamerikaner oder Südamerikaner, dass ich die etwas besser verstehe. Aber wie gesagt, du klingst so, als könntest du Spanisch flüssig. Vielleicht bist du Muttersprachler und ich erzähle jetzt, also das ist einfach nur so meine Laienmeinung. Aber ja, das soll es von diesem Video gewesen sein. Das war die letzte Frage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video ist jetzt vermutlich wirklich ziemlich lang geworden, aber ich habe es ja vorher schon prophezeit. Ich glaube, eine halbe Stunde war gar nicht mal so verkehrt geschätzt. Aber es waren einfach so viele gute Fragen und ihr merkt es ja, ich komme dann irgendwie immer in so einen leichten Laberflash. Aber könnt ihr mich ja gerne mal wissen lassen, ob ihr das jetzt zu lang fandet oder ob ihr die Länge gut fandet oder ob es vielleicht sogar noch länger werden soll. Also gerne Feedback unten in die Kommentare. Da könnt ihr gerne alles schreiben. Allgemein, wie ihr das Format fandet, wie ihr die Fragen fandet und so weiter. Eine Bitte habe ich auch noch. Es wäre absolut genial, wenn ihr auch unter diesem Video hier wieder so viele gute Fragen stellen könntet wie beim letzten Mal. Wie gesagt, einfach unter den Kommentaren und Fragen hier unter diesem Video werde ich die Fragen für die nächste Ausgabe auswählen. Das kann wirklich alles sein. Es kann irgendwas Technisches sein zu Smartphones oder zu Fernsehen, wie wir heute schon hatten, oder auch irgendwas Persönliches. Ihr habt es ja heute gemerkt, es war wirklich ein kunterbunter oder eine kunterbunte Mischung. Also wir können wirklich über alles reden. Ja, ich bin gespannt, welche Fragen wieder kommen. Wann die nächste Ausgabe kommen wird, ich will da jetzt gar nicht irgendwie was versprechen, weil ihr merkt schon, zu diesem Format, es gehört irgendwie dazu, dass es lange auf sich warten lässt. Aber ich werde mir Mühe geben, dass es dieses Mal etwas schneller geht. Vielleicht schaffen wir 2017 ja wirklich 3 Ausgaben. Wie gesagt, es ist ja jetzt erst Januar, wir haben quasi einen guten Start. Ja, wie gesagt, wenn das Video bei euch wieder so gut ankommt, werde ich mir wirklich Mühe geben. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wieder mal ziemlich viel Spaß gemacht. Also diese Videos machen mir persönlich immer ziemlich viel Spaß und ich bin echt gespannt, wie es bei euch ankommt. Vielen, vielen Dank für die ganzen guten Fragen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und ich sage wie immer, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.